Einmal das ganze rostige Essen essen. Weil, ne, Leben ist ja nicht mehr so viel. So. Boah, heftig. Aber uns geht's wieder gut, einigermaßen. Einigermaßen geht es uns gut. Was für ein Kampf. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das jetzt schaffen soll, mit so wenig Pfeilen. Außer natürlich, man weicht halt immer so den Pfeilen des Gegners aus. Und sorgt halt dann quasi dann somit dafür, dass man halt irgendwann ganz viele Pfeile aufsammeln kann. Oder... ja. Ich weiß auch nicht. Was ist denn? Hab sogar noch das Wildfleisch hier vergessen. Jetzt hab ich's. Jetzt ist alles wieder gut. Gleich verbraten hier. So. Jetzt müssen wir nur noch die Kugel auf den letzten Punkt hinbringen. Was wahrscheinlich einfacher klingt, als es im Endeffekt ist. Oder auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Also eigentlich müssten wir ja mit... oh shit. Mit Stasis das irgendwie ein bisschen rüberschleudern. Das glaubt, das ist so eine andere Geschichte. Ganz viele Krabben. Nur wie ich mich kenne, schleudere ich das Ding dann zu weit oder so. Andere Überlegung ist halt schon gewesen, dass ich das mit Eissäulen dann irgendwie hinbiege. Aber muss man halt auch mal gucken. Oh, die Ziege, die Ziege. So, schauen wir mal. Stasis. So, und jetzt hier die Bocklanze. Das muss reichen. Kommt gar nicht hoch genug. Okay. Dann machen wir Folgendes jetzt. Ich könnte hinhauen fast. Jo. Nicht runterrutschen. Ach, spring hoch. So. Nein! So, meine Güte. Jetzt darüber werfen. Da ist er schon mal da. Dass wir es nur noch in das richtige Loch hier reinstecken. Zack. Es wurde ja auch mal Zeit. Oh, so richtig. Ich meine, ich fand dieses Abenteuer hier jetzt, ne, Survival-like, schon spannend. Aber auch echt hart. Vor allem halt dann, wenn du dann weißt, ob du musst irgendwie noch gegen so einen Hinox antreten. Der Sieg ist dir hold, mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Schön. Wohl Anreisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Auch diese Reime, ne? Herz allerliebst. Oh Gott, okay. Soll jetzt erstmal anderes Zeug anlegen. Damit ich jetzt hier keinen Blitzschlag bekomme. Man weiß ja, wie das ist. Gut, sieht alles töfter aus. Gleich beruhigender, wirklich. Schon was von der Zusatzausdauer verbraten, ne? Bisschen blöd. Blöd, blöd, blöd. Ah, was soll's. Und jetzt noch eben wieder hochkraxeln wieder.
Und es regnet natürlich wieder. Dann ist das mit den Hochkratzen wieder so eine komplizierte Geschichte. Dann muss ich wieder gucken, ob ich da irgendwie einen einfachen Weg finde und. Und danach würde ich dann nochmal kurz in diese kleine Nachbarinsel da gehen, die aussieht wie so ein Ozeanklo. Ja. Einfach nur, um zu gucken, ob da auch noch irgendwie was ist. Auf diesen Ring verweilt, wird mit einer Prüfung zugeteilt. Oder so, oder ich weiß ja auch nicht. Hat auf jeden Fall aufgehört zu donnern und zu blitzen. Das ist doch schon mal etwas. Da ganz hoch muss ich. Na gut. Was muss? Das muss. Na guck mal, die Plattform ist auch wieder hier drauf. Warum auch immer. Weil sie die Map neu geladen hat oder so. Gut. Da ist der Schrein. Der Kukushide-Schrein. Ja, meinetwegen. Mach mal auf da. Und gib mir einfach meinen Loot, der mir gehört. Mal sehen, was ich da für eine tolle Kiste dann bekomme. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch in der DHL-Packstation, weil halt die Prüfung dazu halt schon so heftig war. Also, ist ja meistens so, auch bei Labyrinthen und so weiter. Du hast ja dann anderes Gedöns. So. Der Inhalt der Truhe lohnt sich jetzt nicht. Wieso gibt es ja eigentlich manchmal eine Metallkiste, manchmal eine ganz normale Kiste? Ein goldener Rubin. Aha. Geht doch. Haben wir die 300 Rubine wieder, die wir vergoldet haben in der Spielhalle? Das ist in Ordnung. Okay. So. Haben wir das? Und dann geht es jetzt zum Ozeanklo. Zu den komischen Steinringen da. Und dann mal schauen. Weil dann geht es nämlich eigentlich jetzt demnächst dann ins neue Gebiet. Wo ist es denn? Ach da. Ich war gerade verwirrt. Ich hab's nicht gesehen. Auch mal nichts, außer vielleicht ein paar Kisten. Oder eine Kiste hier speziell. Hat man hier mal fallen lassen, die Kiste. Wer hat eigentlich die ganzen Kisten hier ins Wasser gelegt? Muss ja einen Piraten gegeben haben oder so. Holzpfeile. Really? Von all dem, was hier sein kann. Holzpfeile. Frag ja nur. Also das ist wirklich herbe enttäuschend. Wobei, es wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, hier an Pfeile zu kommen für den Hinox. Das wäre auch wirklich das Einzige. Aber nun gut, da haben wir das erledigt. Das erledigt. Durch erledigt. Hier weitestgehend eigentlich auch erledigt. Zumindest von den Dingen, die ich erledigen will. Das heißt, wir werden uns jetzt hierhin begeben. Und von dort aus gucken, wo dann der nächste Turm auf mich wartet. Yay, Turmtime! Yay, Party! Ach ja, ach ja. Ach ja, ach ja. So. Ich finde eigentlich, die Ladebildschirme an sich gehen halt noch. Wenn ich das so vergleiche mit Final Fantasy 15, die Ladebildschirme da werden halt wesentlich länger. Na gut, sind halt auch höhere Grafiken. Aber eigentlich ist da auch generell eine bessere Kraft dahinter, die das eigentlich dann
bewerkstelligen kann. Theoretisch. Nee? Und ich habe auch mal nachgelesen, was jetzt hier mit dem hier ist. Mit diesem Wald. Und dieses Möchtegern-Rentier, das wir gesehen haben. Tag auch. Dieses hier. Man kann es tatsächlich reiten. Aber man kann es nicht registrieren. Aber man kann darauf reiten. Da braucht man auch irgendwie drei volle Ausdauerbalken und sowas. Was wir nicht haben. Also auf jeden Fall. Einiges braucht man da, damit man das dann auch bewerkstelligen kann. Ein interessantes Tier. Herr der Wildnis. Ne? Es geht auf jeden Fall, aber... Es ist jetzt nicht in meinem Interesse, das als unbedingte Herausforderung zu sehen. Besonders halt, weil... Ist halt eins von den Reittieren, die man halt tatsächlich dann nicht dauerhaft haben kann. Das ist ähnlich wie wenn man dann einen Bär besteigt. Und, der Bär... Kannst du ja auch nicht behalten. Kannst du zwar immer wieder drauf reiten, aber... An sich... Hast du da nichts von. Hau ab. Du bist voll gemein zu dem Tier. Ja, das bin ich. Da hast du allerdings recht. Das finde ich halt schade, dass man halt nicht so auf diese besondere Reittierjagd gehen kann, so im Sinne von, ja, das will ich auch behalten. Sondern wenn du es dann verloren hast, dann müsstest du es quasi wiederholen von irgendwo her. Es ist so ein bisschen so, ja, schade. Ich kann es nachvollziehen. Ja, irgendwie, aber es ist auch schade. Ne? Da hätten wir wieder Eier. So, ich müsste jetzt aber in diese Richtung irgendwo. Ist das der Turm? Da hätten wir eine Sternschnuppe. Aha. Nein, das ist schon das nächste Gebiet. Okay. Das heißt, wir begeben uns jetzt erstmal hier Richtung Klippen. Wir schauen uns dann auf den Klippen um. Wie wir dann irgendwie irgendwo vorankommen. Und ja, ich weiß, ich kriege Kälteschaden. Irgendwas ist ja immer, ne? So, jetzt hört das auch auf mit den Kälteschaden. So, und dann würde ich eigentlich gerne diese Klippen hier besteigen. Zu gucken, ob ich dort dann oben... was sehen könnte. Oder wir gehen darüber. Das kann natürlich auch möglich sein, dass wir das einfach mal machen. Weil da haben wir dann, glaube ich, so einen einfachen Weg nach oben, ne? Mehr oder weniger einfach. Ach, guck mal. Ist aber nicht der rote. Was macht denn der auch hier? Überall. Und nicht da, wo er hingehört. Naja, na dann. Es wird ja jetzt ein Kletterakt, du. Gibt bestimmt auch irgendwie einen normalen Weg. Aber normale Wege sind ja viel zu einfach. Ne? So. Was wollt ihr denn? Aua, es tut weh. Macht man nicht. Nee, wirklich nicht. Das macht man nicht.
Irgendwas habe ich hier oben auch noch gesehen. Da muss ich jetzt wieder hochklettern.